Schriftrezeption in der katholischen DDR-Diaspora am Beispiel der Predigtreihe Das Wort an die Gemeinde. In diesem kleinen Vortrag stelle ich eine Fragestellung vor, die mich seit Beginn des Jahres beschäftigt. Vom Fachbereich an der Goethe-Uni hatten wir Anfang des Jahres eine Tagung in Chennai zur Frage von Minderheiten, einen internationalen Austausch mit asiatischen Theologen und anderen Geisteswissenschaftlern. Dazu kam, dass in diesem Jahr der 30. Jahrestag der deutschen Einheit gefeiert wurde. Das Thema DDR, DDR-Aufarbeitung ist schon seit dem 30. Jahrestag des Mauerfalls im vergangenen Jahr immer wieder in aller Munde gewesen. Und ich habe mich gefragt, was denn ein exegetischer Beitrag dazu sein könnte. Für das Paper, das ich dort vorbereitet habe, wurde ich von meinen Erfurter Lehrern Norbert Baumgart und Georg Henschel auf die Predigtreihe Das Wort in der Gemeinde verwiesen, zu der ich gleich noch ein bisschen was sagen möchte, und habe entsprechend auf der Tagung erste Lektüre-Eindrücke unter dem Titel Minorities and the Scriptures, the Diaspora and the Shifting of Resonance Axis vorgestellt. Erstes Ergebnis war, es lassen sich weniger Resonanzachsenverschiebungen feststellen oder dass plötzlich andere Texte wichtig werden in der konkreten Situation. Es entsteht eher so etwas wie die Skizze einer kontextuellen Theologie. Aber dazu später mehr, wenn es um die Kriteriologie geht. Die erste Frage, die ich mir dann selbst gestellt habe und die vielleicht auch auf der Hand liegt, ist das überhaupt eine exegetische Fragestellung, das Auswerten einer Predigtreihe? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass ich in Frankfurt in der Kirchengeschichte einen Kollegen habe, Joachim Wertz, der sich in seiner Dissertationsschrift mit frühneuzeitlichen Predigtmodi im Katholizismus beschäftigt hat. Also aus kirchengeschichtlicher Perspektive, die eine Predigt oder verschiedene Predigten ausgewertet hat und auch das eine theologische Perspektive wäre. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Ich meine, im konkreten Fall handelt es sich durchaus um eine exegetische Fragestellung. Die Predigtreihe, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, hat nämlich selbst eine starke exegetische Ausrichtung. Die Predigten sind alle an konkreten Schrifttexten entwickelt. Sie bieten auch immer ein bisschen exegetische Ausarbeitung und außerdem, und das werde ich Ihnen auch zeigen, werden in den Vorworten zu den einzelnen Bänden auch schrifthermeneutische und predigthermeneutische Fragen geklärt. Dazu kommt, dass sich Exegese meiner Meinung nach immer auch als Lektürebegleitung verstehen kann. Lektürebegleitung heißt in diesem Sinne, man misst den Zugriff des Textes, den Zugriff auf den Text, die entsprechende Rezeption an der eigenen Exegese des Textes und schaut, welche Ansätze in der Auslegung von der Textauslegung her gedeckt sind und welche Impulse eher von außerhalb kommen. Außerdem ist Rezeptionsgeschichte überhaupt eine Aufgabe exegetischer Wissenschaft und hat auch von daher einen Platz. Freilich ist eine Auswertung einer solchen Predigtreihe aus exegetischer Perspektive ein bisschen anders gelagert, als wenn es ein Kirchengeschichtler macht. Im Nachgang an die Tagung habe ich mich gefragt, ob daraus ein größeres Projekt werden kann und ob ich dazu Kooperationspartner brauche. Ich habe das wieder mit Norbert Baumgart und auch mit Georg Henschel besprochen. Es gibt einige Indizien dafür, dass das ein größeres Projekt sein könnte. Das erste ist, dass die Predigtreihe einiges Gewicht hat, die einzige ihrer Art ist, und schlecht verfügbar ist. Das spricht zunächst mal dafür, dass man den ganzen Bestand digitalisiert. Sie ist auch in den Bibliotheken nicht gut verfügbar. Sie ist durchaus in einigen Pfarrerhaushalten verfügbar, weil sie eine gewisse Reichweite doch hatte, aber ist selbst in Frankfurt in der Nationalbibliothek nicht vollständig vorhanden. Der nächste Vorteil von einer Digitalisierung, und auch das ist das Erste, was ich angehen werde, ist, dass man mit Stichwortsuchen die Predigten insgesamt besser durchschauen kann und gucken kann, ob gewisse Themenfelder immer wiederkehren oder ob man in der Predigt, die man gerade vor sich hat, da ein besonderes Exempel hat. Die Predigtreihe kann zudem der Ausgangspunkt für die breitere Frage nach der Schriftrezeption in der katholischen DDR-Diaspora sein. Das betrifft dann eben nicht nur die Predigt, sondern auch die Bibelpastoral und genauso das theologische Studium in Erfurt. Welche Gastreferenten wurden zum Beispiel eingeladen und so weiter.
Einige dieser Gedanken sind mir gar nicht selbst gekommen, sondern ich bin dankbar, dass ich schon Austausch hatte mit Norbert Baumgart aus Erfurt und mit Jörg Seiler, der nicht nur Lehrstuhlinhaber für Kirchengeschichte dort ist, sondern auch das Institut für kirchliche Zeitgeschichte in Erfurt leitet und viel Erfahrung auch mitbringt mit der Aufarbeitung von Kirchengeschichte in diesem Gebiet. Das heißt, selbst wenn die Fragestellung zunächst aus der Exegese kommt, sind kirchengeschichtliche Fragestellungen und Kompetenzen solche, die ich einfach nicht mitbringe und wo ich dankbar bin, wenn das auf ein breiteres Podest gestellt wird. Ich bin auch dankbar für eine Anschubförderung durch das Great Center Ruth der Uni Frankfurt, die zum Beispiel eben ermöglichen, dass im Frühjahr eine Hilfskraft daran arbeitet, dass die Bände digitalisiert werden, dass die Arbeit dann weitergehen kann und die auch dafür sorgen, dass Reisekostenfinanzierung zu Zeitzeugen, die es glücklicherweise noch gibt, möglich werden. Ein paar Hinweise zur Predigtreihe. Das Wort an die Gemeinde ist die einzige vollständig am Lesejahr entwickelte Predigtreihe aus der katholischen Kirche in der DDR. Ist erschienen von 71 bis 77 im Leipziger Benno Verlag und herausgegeben von Karl Josef Lange. Die redaktionelle Arbeit hat Wolfgang Simon verantwortet. Herausgekommen sind 18 Bände, wobei jeweils separat die erste, die zweite Lesung und das Evangelium behandelt werden. Das heißt, es sind jeweils pro Lesejahr die Lesungen in zwei geteilt und es sind 18 relativ kräftige Bände dabei rausgekommen. Wenn man sich die Predigtreihe anschaut, muss man vielleicht dazu sagen, dass es sich keineswegs um einen Querschnitt durch die Predigtkultur in der katholischen DDR-Diaspora handelt. Zum einen sind es natürlich öffentliche Predigten. Man predigt vielleicht dann, wenn man Sachen veröffentlichen will, doch etwas besser vorbereitet, geht intensiver in die Exegese und wägt die Worte eher ab. Die zweite Problematik ist, dass die Texte alle sehr stark an den Schriftlesungen orientiert sind, weil sie eben einzelnen Schriftlesungen zugeordnet sind. Das heißt, selbst wenn es so wäre, dass dass häufig über Bibel gepredigt wird in der Kirche, sind es doch auf andere Themen, die den Predigttenor vorgeben. Solche Sachen sind hier nicht abgedeckt. Der Ausgang ist immer von den Bibeltexten hergenommen. Insofern ist das nicht einfach ein Spiegelbild der Predigtkultur in der DDR. Außerdem kommt bei veröffentlichten Reihen natürlich die Problematik der Zensur hinzu. Auch diese Predigten wurden, bevor sie veröffentlicht wurden, gegengelesen. Ich weiß aus Hintergrundgesprächen mit Georg Henschel und Norbert Baumgart, dass das zum Teil auch evangelische Kollegen von Fakultäten übernommen haben. Und da hat man sogar geahnt, wer das gemacht hat. Das heißt, es ist gar nicht so, dass dort Sachen groß beanstandet wurden, aber das prägt natürlich den Schreibprozess. Wer schreibt? Das sind fast ausnahmslos katholische Priester aus dem Gebiet der DDR, solche, die in der Pastoral tätig sind und solche, die im Umfeld des theologischen Studiums in Erfurt unterwegs waren. Dazu kommt eine ausgewählte Zahl von Frauen, etwa eine Proband, was zunächst wenig aussieht, aber was natürlich gemessen an der üblichen Predigtkultur doch exponentiell viel ist. Das wird eine Frage sein, die vielleicht in Zeitzeugengesprächen noch zu klären ist, wie die Autorinnen gerade ausgewählt und angesprochen wurden. Ich meine, man versteht den Forschungsgegenstand, diese Predigtreihe ganz gut, wenn man einen Blick wirft auf die Vorworte, die den einzelnen Bänden vorgegeben sind. Dort wurden zum Teil namhafte Theologen aus der DDR, aus der BRD herangezogen, aus dem westdeutschen Raum, was zunächst mal schon eine ganz grundsätzliche Feststellung zulässt. Die Herausgeber und auch die Autorinnen und Autoren wollten keineswegs eine spezifische DDR-Predigtreihe etablieren, sondern ihnen war gerade darum gelegen, sich in einem größeren Kontext zu verorten, theologisch auf der Höhe der Zeit zu sein, in Austausch auch mit den Theologen aus Westdeutschland und auch eine weltkirchliche Ebene spielt immer mal irgendwie durch. Das Vorwort, was ich hier rausgesucht habe, hat Karl Josef Lange zusammengestellt, unter anderem mit einem Text von Gerhard Lohfink. Der erste Satz lautet: Man kann heute keine verantwortliche Exegese mehr betreiben, ohne die historisch-kritische Methode anzuwenden. Das ist ein Satz, den würde man so heute wahrscheinlich nicht mehr formulieren,
weil wir methodisch breiter aufgestellt sind. Jede Exegese, die wir heute betreiben, ist immer noch historisch verantwortet. Der Methodenkanon ist breiter geworden. Das ist also die erste Feststellung, die man an diesem Vorwort zum zweiten Band zu den ersten Matthäuslesungen machen kann. Wir haben es nicht nur mit einer Predigtreihe aus der DDR zu tun, die spezifisch in ihrem Kontext ist. Wir haben es auch mit einer Predigtreihe aus den 70ern zu tun, die vielleicht auch einfach ein Kind ihrer Zeit ist. Das zweite Vorwort, das ich rausgesucht habe, kommt von Norbert Lofing. Norbert Lofing hat in dem allerersten Band, der ist nicht als erster erschienen, aber er beschreibt den ersten Teil der alttestamentlichen Lesung im Lesejahr A, im Matthäusjahr, ein sehr großes Vorwort verfasst, wo er Dinge formuliert, die die Theologie heute noch versucht einzulösen, nämlich die Frage vom Zusammenhang von Kirche und Israel und ganz massiv auch die Frage, welche Rolle das Alte Testament noch spielen kann in der Kirche. Und votiert hier vehement für eine Lektüre der ganzen Heiligen Schrift, die eben den ersten Teil nicht vergisst und beginnt diesen Abschnitt, Sie sehen es gerade, mit einer Betonung der Vorzüglichkeit der Tora und ihrer bleibenden Gültigkeit. Er nennt den Pentateuch hier das Kernstück des Alten Testaments. Das ist ein Text, der auch nach 50 Jahren, meine ich, immer noch Anstöße bieten kann. Das dritte Vorwort, das ich rausgesucht habe, da wird die Reihe gewissermaßen selbstreflexiv. Das kommt von Rolf Zerfass. Sie sehen, auch hier hat man sich wieder bemüht, für ein Vorwort einen Theologen aus Westdeutschland zu gewinnen, einen namhaften. Und Zerfass stellt Kriterien auf, nach denen man Predigten beurteilen kann. Sein erstes Kriterium, was ich hier rausgesucht habe, ist, hat die Predigt Bezug zur Schrift? Ist sie aus dem Schriftzeugnis gepredigt worden oder an ihm vorbei? Diente der Text als Aufhänger, als Sprungbrett für die eigenen Ideen? Oder wurde er selbst zum Leuchten gebracht? Das ist eine Frage, die für die exegetische Relektüre, die ich als ein methodisches Ziel genannt hatte, natürlich überaus relevant ist. Ja, was haben wir eigentlich hier vor uns? Sagt hier jemand so allgemein Dinge oder ist das eine Folge von konkreter Schriftrezeption? Und das Zweite, das ist die Frage, die ganz maßgeblich interessiert, ist der Bezug zur Hörersituation. Traf die Predigt in die gegenwärtige Situation dieser Gemeinde, in ihr Klima vor Ort? Oder hätte sie genauso gut vor 100 Jahren gehalten werden können? Ja, das ist eine Sache, die in jeder Predigtlehre irgendwie steht. Das kann jetzt an der Stelle nicht überraschen. Sie überrascht ein bisschen, wenn sie eben in dieser Predigtreihe im Vorwort steht. Also, die Vorworte zeigen einerseits Maßgebliches zum Selbstverständnis der Herausgeber und zu den Zielen dieser Reihe, und helfen dann aber auch wieder ein bisschen, das in einen größeren Kontext einzuordnen. Jede Predigtbesprechung, jeder Predigtentwurf folgt einem festen Dreischritt. Es gibt immer am Beginn eine exegetische Textbesprechung. Die exegetischen Textbesprechungen waren für mich bei den ersten Lektüren eigentlich das überraschendste Moment. Das sind ausgesprochen qualitätvolle Exegesen, die nicht wissenschaftlich innovativ sind, aber anhand der gängigsten Kommentare den wissenschaftlichen Stand der entsprechenden Zeit gut dokumentieren und entsprechend gut recherchiert sind. Ich wüsste aus der aktuellen Zeit keine Predigtreihe, die sich diesen Platz nimmt, eine solche exegetische Ausarbeitung voranzustellen. Das macht uns die Ausarbeitung ein bisschen leichter, weil man den Prediger über die Schultern schauen kann und sieht, wo er am Text die Beobachtung gemacht hat. Es folgt als zweiter Schritt immer eine Meditation des Textes. Das würde man heute vielleicht irgendwie spirituelle Erschließung nennen. Also jetzt fernab vom methodischen, exegetischen Kanon die Frage, was sagt der Text in unsere Zeit, was sagt er mir? Das sind jetzt die Dinge, die dann mit den exegetischen Beobachtungen zusammen am Ende in die Predigt einfließen. Auch da gibt es immer verschiedene Punkte, die angeboten werden, nicht nur einen Entwurf. Und es gibt schließlich Gedanken zur Predigt, die in der Regel in 1 bis 3 Skizzen dargelegt werden. Das sind manchmal Predigtentwürfe, die man einfach so vorlesen könnte,
Es sind aber an anderen Stellen auch nur Skizzen, aus denen man eine Predigt entwickeln könnte. Die Skizzen haben manchmal unterschiedliche Themen, manchmal sind sie auch so geschichtet, dass sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ich möchte heute Nachmittag nicht nur Theorie machen, darum habe ich Ihnen auch eine Stichprobe mitgebracht. Einige werden die kennen. Ich habe den ersten Teil dieser Stichprobe sowohl in Chennai als auch in Erfurt schon vorgestellt und habe danach noch dazu eine zweite Stichprobe rausgesucht. Das ist eine Predigt von Reinhold Seppelt. Reinhold Seppelt ist in den 90ern gestorben, war viel in der Jugendarbeit unterwegs, hat dort viele Leute geprägt. Er war in meinem Heimatort Kaplan. Ich kenne ihn darum noch aus elterlichen Erzählungen. Und Reinhold Seppelt war jemand, das sagen zumindest die, die ihn kannten. Auch da sieht man jetzt die biografischen Informationen zu den Autoren, die müssen gesammelt werden und gegebenenfalls auch mit betrachtet, der immer relativ angstfrei auch dafür geworben hat, sich einzubringen und sich auch gesellschaftlich einzubringen. Manche haben ihm das als zu große Nähe zum System ausgelegt. Manche sprachen eher von so einer Angstfreiheit, die auch aus einem tiefen Glauben rauskam. Worauf möchte ich hinaus? Ich lese oben vor. Es kommt darauf an, das fest zugesagte künftige Heil zu hoffen. In der gegenwärtigen Situation gibt es zwar Dunkel und Finsternis, Sorgen und Erfolglosigkeiten, aber da die Rettung schon im Kommen ist, darf man sich davon nicht hypnotisieren lassen. Dies ist als Hauptaussage aus der Jesaja-Lesung, die er diesem adventlichen Sonntag auslegt. Und dann sagt er im zweiten Teil in den Schlüssen, können wir von uns sagen, wir sind als einzelne Christen und als Gemeinde Diener der Einheit Zeugen für das Licht, das einen will? Können andere sagen, seht, wie sie untereinander eins sind? Was die tun, ist wirklich Lichtblick? Werden sie sehen können, wie wir auch zu den kleinen notwendigen Schritten bereit sind, zu sachlichen Gesprächen, zu jeder Art von Hilfe, vor allem aber auch zu verantwortlicher Mitarbeit auf gesellschaftlichem Gebiet? Dabei geht es nicht darum, dass wir glänzen. Das Stichwort verantwortliche Mitarbeit auf gesellschaftlichem Gebiet wäre in der heutigen Predigt vielleicht überhaupt nicht auffällig. Ich meine aber, wenn man auf die vielfach beschriebene Struktur dieser katholischen Gemeinden der Diaspora schaut, die häufig sich im Grunde als eine Art Burg verstehen, in der man Schutz findet vor einer eher feindlichen Umwelt und in der der Glaube leben kann, dann ist dieser zaghafte Aufruf zu gesellschaftlicher Mitarbeit doch bemerkenswert. Die zweite Stichprobe kommt wieder von Reinhold Seppelt aus dem anderen Band. Er entwickelt an einem Zitat aus dem Epheserbrief. Das ist die Bedeutung des heutigen Festes Christi Himmelfahrt. Christus ist erhöht zum Haupt des Alls. Er ist letztes Ziel der Entwicklung und wir sollen das All zu ihm hinwachsen lassen. Da sagt er, eine faszinierende Perspektive, aber sie wäre nichts wert, wenn wir bei der Faszination stehen blieben. Entscheidend sind die kleinen Schritte auf dieses große Ziel zu. Ein Besuch bei einer Familie, die mit einem Problem nicht fertig wird. Eine Spende für fremde Not. Und jetzt bereitwillige Mitarbeit in der Gesellschaft. Kurz gesagt, alles, was die Annäherung der Menschen fordert. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht können Stichworte etabliert werden, anhand derer man die Predigten durchforstet. Dieses Stichwort von der bereitwilligen Mitarbeit oder von der gesellschaftlichen Mitarbeit ist zumindest bei Reinhold Seppelt offenbar ein wiederkehrendes Thema, das er im Anschluss an verschiedene biblische Texte immer wieder findet. Soweit die Stichprobe. Anhand dessen wird klar, es braucht eine Kriteriologie, um überhaupt festzustellen, welche Texte, welche Predigtentwürfe für dieses Projekt relevant sind. Diese Kriteriologie ist nicht der Ende der Weisheit, sondern der Anfang unserer Überlegung. Ich habe einiges davon schon diskutieren können. Das wird sich weiterentwickeln müssen. Ich meine, zum Ersten kann man Bezüge zur Gesellschaft oder zur Politik klassifizieren. Man kann in den Predigten explizite Bezüge finden. Man kann indirekte Referenzen finden. Ich meine, sowas war eben aus dem Beispiel von Reinhold Seppelt gegeben. Und vielleicht auch versteckte Hinweise. Vielleicht gibt es ja so eine Art von Sprachspiel,
wo dem katholischen Hörer, der katholischen Hörerin aufleuchtet, was hier gemeint ist, was aber für die staatliche Zensur irgendwie gar nicht durchsichtig ist. Ein zweites Kriterium kann das Beschreiben von Resonanzphänomenen eben doch sein. Ich meine nach meinen ersten Lektüreüberblicken zum Beispiel, dass die alttestamentlichen Prophetenlesungen im Advent, gerade die aus dem Jesaja-Buch, besonders viele Anknüpfungspunkte bieten, zumindest in den Predigten besonders gerne für gesellschaftliche und politische Statements gebraucht werden. Es scheint also so zu sein, dass manche Texte in dieser Situation eher klingen als andere. Was ich mit der Identifikation und Beschreibung relevanter Stichworte meine, dürfte deutlich sein. Man kann dann durch die Digitalisierung eben auch zum Beispiel feststellen, wie oft ein Stichwort wie Ökumene an Textauslegung festgemacht wird, ob zum Beispiel jüdische Perspektiven eine Rolle spielen. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, das wird man dann rausfinden. Klar ist aber auch, dass die Begriffe, die man da identifiziert und beschreibt, zunächst ausführlich reflektiert werden müssen, ob sie als Kategorie überhaupt taugen. Außerdem kann eine Kriteriologie auch einfach eine Profilbildung sein. Wenn man gar nicht so richtig weiß, nach was man eigentlich sucht, kann es trotzdem passieren, dass beim Lesen in der Fläche typische Themen, typische Textzugänge immer wieder auftauchen und so ein Profil der Predigtreihe entsteht. Das Gleiche gilt, und das hat eben das Beispiel Reinhold Seppelt gezeigt, auch für einzelne Predigerinnen und Prediger, die über diese Reihe dann eben ein Profil entwickeln. Was sind nächste Arbeitsschritte? Zunächst das Erstellen eines Arbeitsprogramms im Team, wie ich es gerade gesagt habe, die Erstellung einer konkreten Kriteriologie zur Bearbeitung der Predigtreihe, die Definition der relevanten angrenzenden Fragestellung, die kirchengeschichtliche Perspektive habe ich bereits erwähnt. Sicher braucht es auch eine pastoraltheologische Relektür der Ergebnisse, die dann das Ganze zum Beispiel aus einer westdeutschen Perspektive mit Blick auf die 70er Jahre einordnet. Und es braucht Kontakt mit Zeitzeugen und Recherchen in Archiven. Das Ziel, was ich zurzeit anpeile, ist eine Tagung im Frühjahr 2022 mit anschließender Publikation, die diese Predigtreihe entsprechend würdigt. Und das wäre mein Ziel. Der Benno Verlag hat bisher nur eine Recherchedatenbank für wissenschaftliche Zwecke erlaubt, dass man die Predigtreihe auch einer breiteren Öffentlichkeit digital zugänglich macht. Ich habe mich gefreut, dass Leute heute live dabei waren und danke für ihr Interesse. Ich freue mich auch, wenn jemand die Gelegenheit nutzt, das Video im Nachhinein noch anzuschauen. Und weil das eben so asynchron läuft, hier nochmal meine E-Mail-Adresse, wo ich mich sehr freue über Hinweise, über Fragen, über Anregungen, vielleicht auch über Kritikpunkte, die zur Weiterentwicklung helfen. Vielen Dank.